Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und ich glaube, den Teich kennen wir zu gut. Den haben wir schon gefilmt. Der lag noch, zumindest der innere Teil, umgedreht vorne auf dem Hof. Und war so, das war ein GfK-Schwimmbecken. Und da hat Holger gesagt, das wird jetzt umgemodelt. Und dann hat er es umgemodelt. Und dann hat er irgendwann entschieden, das wird jetzt doch oben eine rechteckige Form. Dann hat man das unten reingemacht, hat dann anlaminiert, einen riesen Aufwand, einen riesen Wahnsinn. Dann hat er den ersten Trommelfilter gehabt, der war dann gleich am Arsch. Dann hat er sich einen zweiten, größeren Trommelfilter gekauft. Der hat er dann auch gleich, glaube ich, ein neues Sieb gebraucht. Hat sich einen riesen Bioturm von Genesis gebaut und alles ein Wahnsinn. Jetzt hat er Wasser in der Biokammer und gerade hat er gesagt, verkauf die Fisch, kein Bock mehr, will nicht mehr, mag nicht mehr. Na, ich gehe gern vor die Kamera. Weißt du, was ich sage? Statt dem hätte ich heute einen Ferrari in der Garage stehen. Wenn du mich fragen würdest, was ich noch mal anders machen würde. Und ich glaube, der meint es verdammt ernst. Obwohl er eigentlich ein sau erfolgreicher Koi-Liebhaber ist. Weil dank ihm wissen wir heute und auch Makoto weiß heute dank ihm, dass unsere Karashi Kohaku auf über 90 cm gehen, dass auch Kutschaku über 90 cm in Privatteichen wachsen können. Er war auch der, wo ich mal die Wette hatte in seinen 11 Kubik Inhälterung, wie groß die Fische über den Winter wachsen. Und die hat er mittlerweile auch schon abgerissen, weil er gemerkt hat, der Aufwand ist zu groß. Aber wenn ich hier vorher mal, ich habe sein Gejammere ausgeblendet und habe meinen Teich geguckt und habe gesagt, wow, viele Fische, die auch bei uns aus den Auktionen kamen, wo wir so eine Wachstumsprognose angegeben haben. Und hier im Teich sind sie wirklich so geworden. Warst du schon mal hier? Nee, das erste Mal, aber ich bin auch beeindruckt von der Größe und der Entwicklung der Koi. Also total, du hast oder? Ja im Video schon den ein oder anderen mal gezeigt oder auch kleine, wie sie dann verkauft wurden, aber das ist schon brutal, was er da draus gemacht hat. Also solche Jumbo-Teiche gibt es wenige in Deutschland. Nee, absolut. Wie viel hast du denn im Blog? Jetzt ganz ehrlich, gestern waren wir natürlich bei Rudi, danach ist alles irgendwie Playmobil. Aber ja, ich glaube schon eine Handvoll. Eine Handvoll, ja. Aber das ist schon außergewöhnlich. Aber trotzdem, Holger ist stinksauer mit der Technik, stinksauer, dass der Teich wahrscheinlich undicht ist. Da hinten, oder der Teich ist nicht undicht, gell? Keine Ahnung, läuft volles Rohr Wasser rein. Keine Ahnung, ob er undicht ist. Da läuft volles Rohr Wasser rein. Das war eine ehrliche Aussage. Das war eine ehrliche Aussage. Die Filterkammer hinten steht voll. Und er hat gerade, wo er wirklich stinkesauer war, und so wollte ich mit dem Satz wollte ich den Blog eigentlich anfangen, hat er gesagt, hätte ich 20.000 Liter gemacht, 40 oder 45 sind es, hätte ich 20.000 Liter gemacht und würden da 10 Fische drin schwimmen, dann wäre alles okay. Und jetzt erinnern wir uns mal 7,5 Jahre zurück, wo wir mit der Bloggerei angefangen haben. Timmele, du guckst dir doch das seit früher Kindheit an. Was habe ich immer gesagt? Ja, nicht zu groß. Und zwischen 10.000 und 20.000 Liter, genau. Reicht. Der Spaß nimmt mit der Anzahl der Koi nicht zu, aber der Wahnsinn geht exponentiell nach oben. Und dazu muss ich wirklich stellen, das ist jetzt mit 45.000, haben wir noch nicht mal irgendeinen Riesenteich. Ja, wir können ja auch Rudi gestern 32.000 Liter, wir kennen viele 100.000 Liter Teiche. Glauben Sie mir, 10.000, 15.000 Liter und wirklich ein paar ausgewählte Fische, mit denen man dann auch jeden mit Vornamen kennt, voll geil. Klar ist das hier ein Paradies, aber Paradies kostet Geld und wenn man im Paradies auch noch einen Äpfel isst, dann wird es ganz blöd. Jetzt nimmst du mal die Kamera auf die Hand und dann gucken wir uns die Fische mal im Detail an. Was? Also wenn jemand dabei ist, der alle haben will, kann er morgen abholen, sagt Holger. Gebot abgeben für alle. Und ich sage Ihnen, wenn Sie da wirklich ein Gebot abgeben, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie dann einen Fischtransporter brauchen. Die Wahrscheinlichkeit ist 100%, sagt er. Und das sind obergeile Fische, sag ich. Dann natürlich sind ein paar dabei, die Farbverlust oder sonst was hatten. Oder der Kutschaku, der Riese, der ist mit Sicherheit 90, zwischen 85 und 90, hast du den gemessen? Über 90, sagt Holger, da hinten der Dunkle. Hallo, hallo, gehen wir jetzt dahinter, ja. Zeige jetzt die Fische. Das ist ein Verkaufsgespräch hier. Das ist ein Hammerbestand. Und wirklich auch Fische dabei mit 45, 47 cm bei uns im Auktionshaus gekauft und auf 80 gebracht. Karashi, wie groß sind die Karashi Kohaku? Also bestimmt alle an die 90. Also alle an die 90, kann man auf den Stein da drauf? Sicher? Ja. Safe? Ja. Indianer Ehrenwort? Was kriege ich, wenn ich ins Wasser fahre?
Handtuch. Ich kann dich jetzt gerade nur nicht filmen. Handtuch. Voll Idiot. Was kriege ich, wenn ich einen Teich voller Handtuch und einen warmen Tee? Der eine Eiger Romo hier, über 80, deutlich über 80. Knapp an die 90. Sieht man mal, wie schön du stehst. Aber alle heißt dann auch alle, ja? Also vier Gurken sind dabei. Hengsteberg. Geht aber jetzt mal Kühne. Wenn die zwei Komiker dahinter nicht lachen, dann war es echt nicht witzig. Ich finde auch den Ginrin-Wasserbieter voll geil. Oder hier der Nanashi, der hat auch über, ach, der geht auch an die 90. Aber nachher im zweiten Block zeigen wir Ihnen dann, wie er das umbauen würde. Und so wird es, darauf wird es auch hinauslaufen. Wie viel hast du gefüttert im Sommer? Wie viel Kilo? 1,5 bis 2. 1,5 bis 2. Das ist mir auch wichtig zu sagen, weil man sieht, von nichts kommt nichts. Also man muss, wenn man so einen Bestand groß kriegen will, muss natürlich auch Futter reinfliegen. Wenn man jetzt mal 5 Wachstumsmonate, das sind 150, das sind dann halt auch 250, 300 Kilo, was da durchwandern. Übrigens, hier ist auch in dem Teich ist so dies und das ein bisschen suboptimal. Das sieht man auch, wenn du mal dahinter neben den Steinen zeigst, wo der Kot liegt. Immer wenn man so Steine, und die schwimmen ja nicht, die sind ja auf Säulen und verschiedene Tiefenebenen. Es gibt immer so viel Windschattenecken, wo dann der Kot liegen bleibt. Das ist jetzt für die Fische nicht schlimm, überhaupt gar kein Thema, aber ist halt immer irgendwie kompliziert. Und die Form ist wirklich kompliziert, durch einmal oben Oberfläche, aber dann auch durch die verschiedenen Tiefenzonen. Man sieht, dann ist hier wieder ruhig. Übrigens eine Ausströmergeschichte, die so blubbert. Die kann man sich sparen. Die nervt nur. Warum blubbert das so? Scheiße. Ich muss jetzt mal so sagen, der Holger war der, als er mit dem Hobby angefangen hat, wo noch kein Wasser da drin war, hat er gemeint, so auf Badisch, bei meinem Glück, ich kann das sagen, bei mir wachsen die Algen die Dachkanteln hoch. Das heißt auf Hochdeutsch, bei meinem Glück wachsen irgendwann die Algen sogar die Dachrinne hoch. Das war immer noch Schwäbisch, ja. Aber passt. Nein, aber es war nicht Badisch, ich habe gesagt, Badisch. Und hier hat er den Anschluss von Sauerstoff, zeigt das hier. Den hat er, also da wird auch der Ring mit versorgt und den hat er fest eingebaut. Und das ist undicht geworden. Ja. Und jetzt ist es halt so, wie es ist. Aber jetzt lacht er wenigstens mal. Aber der Totenkopf sieht aus wie neu. Also da muss man sagen, da hast du nicht lumpen lassen, was Qualität angeht. Also ich finde den Teich geil, ich finde den Platz geil, da zu sitzen. Aber ich glaube wirklich, so der Tiefgarage von Ferrari. Also, und im nächsten Block, wie viele Minuten haben wir jetzt? Knappe 10. Ja, also, das reicht ja auch. Dann gucken wir uns jetzt den nächsten Block an, seinen Filter, wo er eigentlich auch alles richtig gemacht hat, so rein von der Dimensionierung. Aber es ist halt trotzdem schief gegangen. Bis dann, ciao.